Guten Tag, ihr Bros und Brosinen. Was ist hier nicht los? Ente, Sina, DJ Hüfte und Broko Schmacks. Ein wunderschön. Wir spawnen auch direkt mal schnell im Discord. Sorry, ich war noch kurz auf dem Porzellan. Bin sofort da. Der ist ja gar nicht im Discord, der Typ. Egal, spawnen wir da mal alleine rein. Habe ich keinen Sound aus dem Discord? Was ist da los? Oh, ich sehe schon, heute läuft ja wieder alles richtig gut. Hoppala. Hallo, Discord hört mich. Discord hört mich gut. So. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ah, warte mal, wir müssen ja noch die Zähne wechseln. Ich mach euch mal eine Zähne, würde ich sagen, ja. Ah. Supi! Sehr schön, das freut mich. Wir droppen hier direkt in Minecraft rein. Ich hoffe, dass der das Spiel irgendwie captured. Lass mich mal kurz die Musik entfernen. Don. Don. So, wir brauchen Capture-Game. Minecraft. Klappt das so? Warum kann man den Scheiß nicht capturen hier? Mal ein bisschen Spotify an. Ui! Was ist da los? Das ist ja viel zu groß. Transformieren, zurücksetzen. Es wird nicht besser. Mir geht's gut. Ich leg hier wieder Professionalität an den Tag. Was hat denn Minecraft bitte für eine Kackauflösung hier? Was ist denn da los? Okay, lassen wir es einfach so. Könnten das Spiel noch schnell auf Deutsch stellen. Language. Esperante, Franzais. Ein Germanski. Deutsch. So. Ich hab nichts drin. Ich hab noch keine Mods drin. Kein Dingsbums. Optik Super Killer Pack Gedöns. So. Wo ist unser Schmaxi? Der ist schon da. Warum ist der nicht im Discord? Ah ja. So, die Jungs haben schon lange nicht geschlafen, wie ihr seht. Da fliegen schon die Dingerens rum. Das ist unser nettes Gebäude hier. Das haben die Kollegen schon gebaut. Blub, blub, blub. Hauptzentrale, genau. Wir können uns die Hauptzentrale mal fix von oben angucken. Da gibt es so einen netten Knopf, falls die Kollegen den nicht umgebaut haben. Hammes, hallo. Max. So. Da könnt ihr euch unser tolles Games Connect Gebäude von oben bauen. Von oben bauen, ja. Von oben angucken. Genau, ein ähnliches Gebäude werde ich am Hafen an der Küste bauen. Da werde ich mit Max zusammen hinlaufen. Genau. Und dann werden wir quasi hier in der Öffnung vom C die Hafeneinfahrt machen. Im C wird es einen Hafen geben und das G wird quasi das Verwaltungsgebäude und in dem Innenbereich vom G wird ein kleiner Markt reinkommen. Das ist mein Plan. Den ich hab noch keinen Plan. Verfolge. Ich Max hat keinen Plan, das kennen wir aber so. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz normal. Das ist ganz normal bei mir. Voll normal, ey! Ihr könnt übrigens, wenn ihr Max zugucken wollt, könnt ihr Ausrufezeichen Multi eingeben. Genau das gleiche auch bei mir. Wenn ihr Johannes zuschauen wollt, dem bärtigen Pfälzer, dann guckt er da mal rein. Wobei wir ja gleich quasi so um 16.20 Uhr allerspätestens schon wieder zur Elite wechseln kurz. Denn dort gibt's heute eine
Ja, planetare Kollision. Zwei Planeten werden miteinander kollidieren. So sagen die Gerüchte. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Genau, oder ihr wendet euch an einen kompetenten Operator. Genau, wenn ihr auf dem, das habe ich gerade kurz erklärt, im Discord, dann ich stimme zu, kriegt ihr die IP und so, dann schreibt ihr in den Chat euren Ingame-Namen und dann wird jetzt momentan Flo, genau, Flo ist da und Sascha ist auch da, sind auch da, genau, Sascha sind zwei Personen, die schalten euch dann frei, dass ihr hier euch frei bewegen könnt. Also entweder mache ich das oder ich weiß nicht, Johannes, bist du Operator? Ich habe keine Ahnung, ich glaube ja. Auf jeden Fall, einer wird's dann tun und euch freigeben, dass ihr dann auch mitzocken könnt. Sascha ist zwar nett gemeint, dass du mich schon in Überlebensmodus setzt, aber ich habe noch meine komplette Diamantrüstung an. Ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist. Hast du schon angefangen, den Leuten was zu zeigen, was es hier so zu sehen gibt? Nein, ich habe nur den Knopf gedrückt und war oben in den Wolken. Okay, dann sollen wir mal gemeinsam einfach durch das Games Connect-Gebäude erstmal gehen? Ja, warte mal, dann gehe ich wieder in den Creative, damit ich nicht verhungere unterwegs. Genau, wir lassen einfach Max reden. Dann spare ich mir den Mund fusselig zu reden. Weil ich bin faules Schwein, aber lebt einfach damit. Okay, nee, Moment, jetzt, ich bin immer noch... Bin ich jetzt im Survival? Warte, ich mach Game Mode. So, ich habe mich jetzt einfach wieder auf Creative gesetzt. Ich glaube hier Sascha und Flo, die es kommen schon ein paar Namen rein im Discord. Ich hoffe, ihr habt da wahrscheinlich ein Auge gerade drauf, ne, dass ihr da Leute dann auch freigehen könnt nach und nach. So, also ihr startet hier auf unserem Springbrunnenplatz, auf dem Dorfplatz hier beim Springbrunnen ungefähr. Und Sascha und Flo haben in den letzten Wochen nochmal super dickes Shoutout an die beiden Jungs. Die haben hier richtig viel gemacht in den letzten Wochen und haben hier richtig sau viel hochgezogen. Und das möchte ich euch jetzt nach und nach mal eben zeigen. Ihr könnt übrigens hier nicht raus, hier sind überall unsichtbare Barrieren. Also ja, wir wollen euch nicht gefangen halten, aber wir wollen euch nahelegen, hier nicht rauszugehen. Mit Zwang. Oder so. Also ihr sollt natürlich als erstes in das Games Connect Gebäude, weil ihr könnt auch keine Türen und so benutzen. Wer sich nicht richtig verhält auf dem Server, kommt direkt in den Gulag. Nur so als Anmerkung. Gulag. Genau wie beim KPD. Was? KPD? Genau. Hi Neko, grüß dich. Gibt es natürlich die Serverregeln. Die sind hier kurz gefasst. Alle weiteren Regeln gibt es, also Detailregeln im Discord sind auch angepinnt. Die Regeln sind eigentlich die gleichen, wie man sich verhalten sollte generell. Seid kein Arsch, hört auf zu griefen, vergreift euch nicht an fremdem Eigentum. Respektiert die Gebiete anderer, ästhetisches Bauen, achtet auf die Umwelt, Endbosse ankündigen und sichern. Und in Discord gibt es noch zwei weitere Regeln. Aber ich glaube, dass die werdet ihr schon alle gelesen haben, wenn ihr Ich Stimme zugetippt habt. Joa. Wir legen euch nahe, die Mauer nicht zu überschreiten. Mit Zwang. Ja, genau, so ist das halt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann drückt ihr einfach hier unten den Knopf. Das mache ich jetzt gerade erstmal nicht, weil dann werde ich nämlich in den Survival-Modus versetzt. Und also wenn ihr da drauf drückt, werdet ihr in den Survival-Modus versetzt und ihr bekommt Brot als Start quasi. Wir haben uns dafür entschieden, euch ein bisschen was... ihr müsst gucken, dass ihr da ein bisschen Abstand lasst. Ihr müsst da alleine vorstehen. Jetzt habe ich nämlich gerade 64 Brot bekommen. Nice, try. Das wird immer den nächsten Spieler gegeben. Und dann sagt der Command-Block zu euch noch, ey, es ist gefährlich da draußen. Nimm das und... Nimm das und box dir ins Gesicht. Nimm das jetzt! Rein! Und dann könnt ihr loslegen, weil dann seid ihr freigeschaltet im Survival-Modus und ich glaube, Sascha und Flo fügen euch nach und nach auch gerade in die Servergruppe von Games Connect hinzu, weil es gibt auf diesem Server auch noch ein anderes Gebiet, das TIK-Gebiet. Das ist tabu für euch, da könnt ihr auch nicht, also ihr könnt euch das angucken, aber ihr könnt da nicht interagieren. Von daher ist auf jeden Fall, da steht auf jeden Fall eine ganze Menge. Hier unten, das haben alle Sascha und Flo hier hochgezogen. So ziemlich. Ich war nur zweimal, glaube ich, zwischendurch hier auf dem Server drauf. Und
Wie gesagt, nochmal super krassen Respekt, dass die das so schnell hochgezogen haben hier. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir nochmal an dieses wunderschöne Gebäude. Ich habe es euch ja schon persönlich gesagt, als wir mal kurz hier ihr mir den Server quasi vorgestellt habt, aber auch nochmal hier ganz offiziell im Chat. Sehr geile Arbeit, vielen, vielen Dank dafür. Genau. Wird eine geile Zeit, glaube ich. Ich glaube auch. Hallo Kingsner, kommen Sie mit, bitte kommen Sie, folgen Sie. Das in der Mitte hier ist ein Aquarium, da unten sind auch Fische drin und Schildkröten und alles. Hier gibt es viel auf jeden Fall zu entdecken, alleine hier schon im Hauptgebäude, denn das hier ist das GC-Logo, das hatte Johannes ja vorhin kurz gezeigt. Die Regenbogenfarben haben nichts zu bedeuten, das ist einfach so Regenbogen, weil warum nicht? Ne? Ja, ihr findet am Ende vom Regenbogen keinen Schatz, nur zur Information. Spoiler Alert. Oh, das wäre so geil gewesen. Oh. Vielleicht in der nächsten Season. Wir machen einfach eine neue Season, weißt du, wenn das Jahr rum ist, dann gibt es dann Season 2 Minecraft GC. Was ist denn hier los mit den ganzen Papageien und Kakadus? Papageienkäfig, das ist aber keine artgerechte Haltung, Leute. Nee. Oh oh. Wir müssen mal gucken, wer das Gebäude gebaut hat. Da gibt es direkt einen Brief vom Ordnungsamt. Wir haben auch, also hier sind so Schlafräume, hier könnt ihr schlafen, ihr könnt dann quasi euren Spawn setzen, sozusagen, dass ihr dann auch hier direkt wieder spawnt, wenn ihr mal sterben solltet und noch kein Bett habt, dass euch da nichts anderes großartig passiert. Müsst einfach nur Rechtsklick drücken auf dem Bett, auch tagsüber, dann ist der Wiedereinstiegspunkt direkt gesetzt. Folgen Sie mir unauffällig, folgen Sie mir. Das hier ist sozusagen das kleine, die kleine Ferienhütte, die es hier gibt. Und ihr könnt hier leider, oder ihr könnt hier nicht raus, wenn ihr noch nicht freigeschaltet seid, deswegen sind hier überall so Zauntüren und so. Also nicht wundern, wir wollen euch hier halt, wir wollen halt, dass ihr das, dass ihr euch die Regeln durchlest und so. Genau, was gibt's hier noch? Achso, hier ist nur ein Zaun. Hier ist nur Zaun. Stacheldraht? Ich habe die Mauer überschritten. Neko, was machst du da? DJ Hüfte, ich beantworte gleich noch deine Fragen, keine Sorge. Weil wir müssen eh gleich in 10 Minuten oder 5 Minuten switchen. Kurze Frage zwischen rein, Max, weil ich aber eventuell kurz hier raus bin. Ihr lauft dann schon vor, ich teleportiere mich einfach hinter euch her quasi, oder? Ich zeige jetzt noch ein bisschen, was es noch so hier gibt, weil das war jetzt ja nur das GC-Gebäude und dann... Yes. Ja. Also wir laufen auf jeden Fall gleich los. Ja gut, dann teleportiere ich mich einfach zu dir oder so, oder? Ja. Du das, dich das zu mir, also... Du mich zu dir, so ungefähr. Ja, so können wir so machen. Bitte folgen Sie mir. Ganz unauffällig. Eins Neko, ja Mann. Neko ist auch wieder da und Arthur ist auch am Start. Hier unten, warum ist hier... Warte mal. Da hatte jemand gespielt. Ah, ich wollte jetzt sagen, warum ist... Auch wenn Discord mag genau herkommen, im Gaming 1 Raum, da warten eine ganze Menge Leute auf euch. Ich glaube, ich würde mich auch gleich zugesellen einfach, oder? Ja, wenn ich von Elite zurückkomme, würde ich mich auch zu der Masse gesellen. Ja, auf jeden Fall. Wenn es zu chaotisch wird, ich habe da so einen fetten Mute-Button. Ja, und diesen roten Button, den drückt man dann einmal, dann gibt es einmal so einen kurzen Alarm und dann ist man gemutet. Genau, das hier ist das GC-Gebäude, da könnt ihr euch auch gerne in Ruhe drin umschauen. Und dann gehen wir einfach mal raus. Denn hier draußen gibt es auch noch eine ganze Menge zu sehen. Wenn ihr dann freigeschaltet seid für die Servergruppe, warte, Leute, ich mach nochmal Tag. So, also wer sich das bei Max angucken möchte, was Minecraft anbetrifft, entweder zu Max oder im Idealfall zum Multi, wir switchen jetzt kurz auf Elite. Ich mute mich dafür auch direkt im Discord, um Max nicht zu belästigen. Und genau. Würde sagen, bis gleich. Und wer was Witziges im Weltraum sehen will, der soll... Tagnacht, yes. Ich stöpsel mal schnell meinen Joystick an. Beende dafür schon mal nebenbei Minecraft. Chaos. So, Elite Dangerous spielen. Horizon. Zack. Den Stecker hier rein. Den Stecker hier rein. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet übrigens.
Ich habe noch nie eine Planetenkollision in Elite gesehen. Ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt. Deswegen auch dieser krasse